Digga, Leute, wenn ich jetzt hier meine Handynummer eingebe, Bro, dann kann ich die halt, dann kann ich die löschen. Leute, da hat jemand geschrieben, Junge. Ich habe einfach mal ein Fragezeichen, Leute. Und was passiert? Er schreibt? Ja, was soll die Scheiße? Willst du Stress oder was? Nein, nein, Digga, chill, Bruder, was für Stress? Chill mal. Oh mein Gott, Leute, und damit herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Und ja, ihr habt es richtig gelesen, Leute. Heute gibt es mal eine unnormal heftige Challenge, denn ich habe mir heute ein Glücksrad rausgesucht mit unnormal heftigen Aufgaben, die ich heute machen muss. Unter anderem auch, dass ich zum Beispiel einfach mal meine Handynummer veröffentlichen muss. Also Leute, glaubt mir, dieses Video ist wirklich viel zu übertrieben. Deswegen lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal. Und ja, Leute, ich würde sagen, gönnt euch das Video. Ganz viel Spaß. Let's go. So, Ladies and Gentlemen, wir sind in-game. Ihr seht's, ich bin am Start in Stumble, Guys. Jedenfalls, Leute, seht ihr schon heute, ja, ich habe wieder ein Glücksrad am Start. Ihr seht das jetzt hier eingeblendet, Leute. Und ja, was soll ich sagen? Es ist kein normales Glücksrad. Denn, meine Freunde, ich kann euch das zeigen. Wir haben hier wirklich diesmal die heftigsten Aufgaben aller Zeiten. Also, ich meine, wir haben zum Beispiel unter anderem einfach die Aufgabe, dass ich meinen Account löschen muss. Oder den kompletten Shop kaufen muss. Oder auch einfach mal, dass ich meine Handynummer veröffentlichen muss. Bedeutet, ich muss meine Handynummer einfach mal in den StumbleGuys-Spielernamen reinmachen und somit ein paar Runden zocken. Also Leute, wirklich, dieses Glücksrad ist viel zu heftig. Lasst mir auf jeden Fall ein Like da. Und ja, ich würde sagen, drückt mir bitte ganz doll die Daumen, dass ich keine so schlimmen Aufgaben bekomme. Und ja, dann würde ich sagen, Leute, lasst uns nicht so lange um den heißen Brei reden. Ich würde sagen, ich mache den allerersten Spin am Glücksrad, meine Freunde, in 3, 2, 1 und das Glücksrad wird gedreht. Bitte, Bro, bitte, erster Spin, bitte übertreib nicht, bitte übertreib nicht. Oh mein. Es fängt ja direkt schon mal gut an, Alter. Ich fass es nicht, Leute. Ihr seht, meine erste Aufgabe, die ich machen muss, ist, ich soll meinen Namen ändern und zwar zu Loser. Digga, ich hab... Bro, muss das sein, ey? Was habe ich da für komische Aufgaben genommen, wirklich? Leute, das bedeutet, wir nennen uns jetzt einmal Loser. Ja, perfekt. Ich würde sagen, wir machen das Ganze 3, 2, 1 und... Ey, warum muss denn die erste Aufgabe direkt so ein Müll sein? Jetzt heiße ich die ganze Runde lang Loser. Perfekt. Keine Ahnung, was sich die Leute denken sollen. Aber okay, Leute. Und damit wir das Ganze noch ein bisschen hervorheben, würde ich sagen, habe ich den Namen jetzt auch noch rot gemacht. Also, okay. Ja, jetzt war es das komplette Rino. Okay, Leute. Dann würde ich sagen, drehen wir jetzt einfach... ja, direkt erneut am Glücksrad. Und bitte drückt mir die Daumen, Leute, dass das Glücksrad jetzt gönnt und wir nicht direkt so eine doofe Aufgabe bekommen. Okay, ich würde sagen, Leute, seid ihr bereit? Wir drehen in 3, 2, 1. So, Leute, das Glücksrad wird erneut gedreht. Und komm schon, bitte, 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 da... Bro, ich sag extra noch, übertreib nicht direkt. Er macht... Bro, ich soll den kompletten Shop jetzt kaufen, oder wie? Digga, Leute, bitte drückt mir jetzt die Daumen, dass wir nichts Krasses im Shop haben. Bitte, 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 kommt schon. Okay, wir gehen in den Shop rein, Leute. 3, 2, 1 und komm schon, bitte. Ey! Nein, es gibt extra Angebote, Bro. Okay, okay, Bro, wie viel an... Weißt du, hätte doch gereicht, wenn einfach nur diese Mega-Angebote drin sind, aber es... Es gibt Mega-Angebot, dann 3 Champs-Angebote und dann noch ein Stumble-Bündel. Digga, das war's wieder komplett, Arino, ne? Das war's wieder maximal komplett. Okay, Leute, ich würde sagen, ja, das Glücksrad hat entschieden. Bedeutet, ich werde jetzt den kompletten Shop kaufen. Heißt, wir fangen an mit dem Mega-Angebot, obwohl ich so viele Champs habe. Kaufen wir uns jetzt das Mega-Angebot für 50 Euro, ne? Oh mein Gott, Bro, es ist so dumm. 50 Euro einfach raus aus dem Fenster. So, Leute, Mega-Angebot wird gekauft. Oh mein Gott, Bro! Es ist so unnötig! Okay, Leute, Mega-Angebot haben wir gekauft. Ja, das Angebot wird sich jetzt immer wiederholen. Das heißt, das skippen wir. Bedeutet, wir haben aber jetzt trotzdem noch Angebote offen, obwohl ich 15.000 Gems habe. Kaufen wir uns direkt hier nochmal 5.000 Gems. Oh, Digga. Ich muss mir sogar direkt neues Guthaben hier aufladen, weil es reicht nicht mal hier. So. Und zack. Und da wurden auch
die 5000 Gems gekauft, Leute. Gut, dann hätten wir das auch. Aber wir haben immer noch Angebote offen, Bro. Okay, wir haben jetzt noch mal hier ein Angebot. 2750 Gems. Bruder, direkt zu Beginn. Aber egal, haben wir auch gekauft. Digga. Wir haben immer noch... Okay, ist jetzt zwar 1 Euro, aber trotzdem, Leute. Das Ding ist, bei Steam ist es so, man kann nicht mal 1 Euro aufladen. Ich muss jetzt für mindestens 5 Euro aufladen, damit ich mir 1 Euro Angebot kaufen kann. Es ist so dumm. Jetzt habe ich hier 5 Euro aufgeladen, damit ich hier für 1 Euro mit Gems kaufen kann, ne? Digga. So, Leute, dann kaufen wir uns jetzt hier direkt noch dieses Bundle für 1000 Gems. Und da haben wir auch nochmal hier diese Skins. Ich glaube, ich habe die zwar alle schon, also auch maximal gerade Gems gewastet, aber egal. Damit haben wir alle Shop-Angebote gekauft, Leute. Ja, gut, ich hoffe, dass das Dummy-Guys-Glücksrad jetzt gönnt. Wenn jetzt wieder so eine Scheißaufgabe kommt, ich beende gleich das Video, also... Komm schon jetzt, Bro, bitte, komm. Bitte, 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 bitte. Oh mein Gott, wir müssen einen Freund löschen. Wir müssen einen Freund löschen. Habe ich überhaupt Freunde? Ich weiß gar nicht. Lass mal schauen. Haben wir... Ich habe einen Freund und das ist Kevin. Ey! Was soll er denn denken, der Arme? Ich hab einen einzigen Freund in meiner Liste, Leute, und das ist Kevin. Oh mein Gott. Und Bruder, ey, der wird sich auch so denken, hä, was löscht er mich jetzt? Vor allem, Kevin hat nur eine Krone? Okay, weird. Aber egal, Leute. Ich lösche ihn jetzt. 3, 2, 1... Schrumpf den Wumptermacher weg und jetzt habe ich gar keine Freunde mehr. Okay, reicht dann auch, Leute. Okay, kommt. Jetzt reicht's. Ich verspreche euch, jetzt kriegen wir eine gute Aufgabe. Solange ich jetzt nicht meine Handynummer leaken muss, wäre eigentlich alles okay. Deswegen, komm. Stumble Guys Glücksrad, komm schon! Bro, hallo! Warum? Ja, okay, es ist die Aufgabe. In Stumble Guys Tanz in Real Life. Bedeutet, wir gehen jetzt einmal hier in den Spind rein, Leute. Und schauen hier mal nach ein paar nice Stumble Guys Tänzen, die ich jetzt nachmachen soll. Also, wir haben hier einige. Shuffle, Moonwalk. Also, ich mache einfach irgendeinen nach, Leute. Ich halte meine Augen zu und scroll durch, okay? 3, 2, 1 und ich scroll durch hier meine Augen zu und ich bleib genau stehen bei diesem Emote. Augen auf, 3, 2, 1. Digga, er gibt mir aber auch direkt Moonwalk, der schwerste Emote aller Zeiten, oder was? Ey, ich schwöre, wenn einer von euch lacht, ne? Wenn ein einziger von euch lacht in den Kommentaren. Ich werde sauer, ich verspreche euch. Aber okay, Leute. Das Dummy-Guys Glücksrad hat entschieden, das heißt, wir machen jetzt den Emote, Leute. So, Leute, ich habe jetzt extra für euch den Greenscreen runtergemacht. An alle, das ist mein Zimmer, wer es noch nicht gesehen hat. Okay, ich muss jetzt ernsthaft diesen beschissenen Tanz machen. Oh, der ist maximal schwer. Digga, das kann doch jetzt nicht wahr sein, dass ich diesen scheiß Emote machen muss, Bro. Okay, Leute, ich muss da jetzt durch. Okay, warte. Ich muss mir den ganz kurz angucken. Wartet. Seid ihr bereit? 3, 2, 1. Ah, nee, der läuft rückwärts. So rum. Okay, reicht jetzt auch. Hört auf zu lachen jetzt. Reicht. Ich sehe doch jetzt schon alle in den Kommentaren am Lachen. Hey, war voll lustig. War's voll gut getan. Hört auf. Ich schwöre euch, ich werde sauer. Aber okay, Leute. Ich würde sagen, die Aufgabe hätten wir damit auch. Bedeutet, wir gehen jetzt wieder ans Glücksrad und machen dann auch direkt den nächsten Spin. Jetzt kann ich erst den ganzen... Wieder aufbauen, wow! It's magic. So, Leute, wir sind back. By the way, so sieht das jetzt aus. Da bin ich. Aber pass auf, ich mache jetzt schwarze Magie. 3, 2, 1. Zack. Und ja, Leute, da bin ich wieder. Ihr seht's. Aber okay. Ja, die Aufgabe hätten wir somit auch. Bedeutet, wir müssen weiter am Glücksrad drehen. Und bitte, Bro, jetzt komm schon, bitte. Also, solange ich nicht meine Handynummer öffne. Wir drehen einfach dran. Das Glücksrad wird gedreht und... Ich mache Augen zu, Augen zu, Augen zu. Ja, okay, okay. Ja, Leute, ihr seht. Wir müssen jetzt einem Gegner einen Sieg schenken. Bedeutet,
Ja, ich werde jetzt in eine Runde reingehen. Wir müssen komplett durch Tryhard bis ins Finale. Und ganz am Ende, wenn nur noch ein Gegner übrig ist, müssen wir dem einfach einen Sieg schenken. Ja, das war's. Komplett Arino. Also ich meine, man muss auch einfach mal nett sein, Leute. Ihr wisst, manchmal muss man auch einfach nett sein. Deshalb machen wir das heute einfach mal als nette Geste. Aber ich muss jetzt hier trotzdem tryharden. Also wenn ich das nicht schaffe, dann muss ich das so oft machen, bis ich es hinkriege. Aber ich hoffe, ich schaffe das jetzt fürs Try. Wir werfen hier erstmal eine Banane. Noch können wir ja ein bisschen Unfug machen. Und der eine, den hat es voll hingelegt. Okay, chill, wir... Oh mein Gott, ich habe die Map irgendwie vor lang nicht mehr gespielt. Aber egal, wir tryharden hier durch. Kiki-Mode ist am Start. Links rum, links Sprung, rechts Sprung. Okay, das war's komplett, Reno. Das hat niemand gesehen. Ey, warte mal. Bro, ich muss mich qualifizieren. Hallo. Qualifizieren. Qualifizieren. Okay, schaffen wir das noch? Bitte, bitte. Kiki-Mode. Okay, bam. Wir sind im Ziel. War ein bisschen knapp, aber wir haben es geschafft. Okay, Leute. Wir haben jetzt neue Runde. Ich spiele jetzt hier im Halbfinale. Und, ey, komm schon. Warum ist hier jetzt direkt wieder so ein goldener Rapid-Skin? Was ist hier los? Ich sehe es jetzt schon. Das ist gleich der Typ, dem wir Sieg schenken müssen, Leute. Ich sag's jetzt schon. Diesen goldenen Rabbit-Hoppelhase da müssen wir gleich... Ey, warum boxt ihr mich denn jetzt? Ich habe euch doch nichts getan. Boxt mich doch nicht raus. Ich habe jetzt eine neue Runde machen müssen, weil ich eben rumgebackt habe. Ich wurde einfach rausgekickt aus dem Game. Ganz, ganz komisch. Aber Hauptsache, wir qualifizieren uns hier. Willst du vielleicht einen Boxer? Ja. Okay, tut mir leid. Ich bin fast rausgeflogen. Komm, bitte einer noch. Einer noch raus. Lass mich in Ruhe. Warte, warte. Bana. Okay. Wir sind qualifiziert. Jetzt geht's ins Finale, Leute. Okay, Finale Lava Rush. Ja, okay. Wir müssen uns jetzt anstrengen. Und am Ende müssen wir Sieg schenken. Und der goldene Rabbit ist rausgeflogen sogar. Lol. Okay, das war's ja dann mal komplett, Arino, an der Stelle. Aber okay. Wir strengen uns hier trotzdem an, Leute. Wir strengen uns hier trotzdem an. Wir sind gut dabei. Wir sind gut dabei. Kiki-Mode. Oh, okay. Dann ging deine Hemmung. Tut mir leid. Banane, wo willst du hin? Banane, die ist ein... Okay, ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Ich habe gar nichts gesagt. Okay. Wir rennen. Warte, was machen die denn da? Die fliegen alle runter. Was ist denn da los? Okay, warte, wir warten lieber. Wir warten lieber. Und Blitz-Ninja? Oh mein Gott. Leute, wir müssen ihm den Sieg schenken, ne? Er ist da gerade sowieso vorne, aber ich werde jetzt aufholen. Und dann werde ich wie der größte Ehrenmann, werde ich ihn einfach ins Ziel... Oder... Okay, ich dachte, okay, ich wollte ja sowieso, alles gut, ich wollte dir sowieso alles, kein, Bruder, renn ruhig rein. Bruder, du weißt doch, ich wollte dir doch sowieso schenken, Bro. Ist doch gar kein Stress, Maxi, alles gut, ich wollte dir sowieso schenken, den Sieg. Okay, Leute, das heißt, die Aufgabe hätten wir auch bedeutet, Leute, dass ich hier wieder das Glücksrad rausholen muss und wir machen den nächsten Spin am Glücksrad. Und bitte, Bro, bitte übertreib nicht, ja. Das Glücksrad wird gedreht, Leute, und... Komm schon, bitte, bitte nicht übertreiben. Ich krieg 24 Stunden Emote-Verbot. Hätte das nicht wenigstens am Ende kommen können und nicht, wenn ich noch Runden spielen muss? Leute, wir haben 24 Stunden Emote-Verbot. Bedeutet, ich darf keine Special Emotes benutzen. Okay. Also, wird auf jeden Fall schwer. Weil bei den Sweatern, die ich habe ohne Emotes, wird auf jeden Fall eine Herausforderung. Aber okay, Leute. Das heißt, die Aufgabe hätten wir eigentlich auch easy peasy. Bedeutet daher, Leute, dass wir den nächsten Spin machen. Und Leute, Bro, ich hoffe, meine Handynummer, das darf nicht kommen. Wenn das kommt, Bro, dann bin ich... Puh, dann bin ich richtig am Arsch. Da kann ich die wegwerfen. Deswegen würde ich sagen, wir drehen am Glücksrad. Bitte keine Handynummer, keine Handy. Jetzt hin, spinnst du am Glücksrad. Ja. Bro, ich hab doch alle Skins. Das bringt mir doch gar nichts. Es ist doch einfach nur Verschwendung. Lol, warte mal. Was ist denn hier drin? Ah. Ah. 15.000. Ding ist, ich drehe. Ich glaube, mir fehlt noch. Mir fehlen doch noch zwei Skins. Smoke und The Free Spirit Skin. Das heißt, wir müssen an dem drehen, weil episch bringt uns nichts, Digga. Das ist so dumm. 15.000 Gems. Ah! Aua! Bro! Ich dreh gerade für 15.000 Gems. Aber okay. Er ist neu. Neuer Special Skin. Egal, Leute. Aber trotzdem maximal dumm, Digga. Es ist so dumm, Bro. Es ist eigentlich so dumm, für 15.000 Gems jetzt hier am Glücksrad zu drehen. Aber wir machen es trotzdem. Bitte wenigstens neuer Skin. Ich brauche diesen Orbit-Skin, brauche ich auch noch, glaube ich. Ey, komm schon, bitte, bitte wenigstens neue Skins, Bro. Bitte, bitte, bitte. Nein, nein, die habe ich doch alle schon. Bro, komm schon, bitte.
Bitte, 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 bitte. Bruder, willst du mich verarschen? Ist das dein scheiß Ernst, Mann? Komm schon. Komm schon. Orbit. Ja. Orbit, Orbit. Let's go. Jetzt brauchen wir nur noch den Ghost Skin. Ja. Let's go. Bam, bam. Leute, also war trotzdem dumm. Ich meine, wir haben eben für 15.000 Gems an diesem Glücksrad gedreht, aber ich habe wenigstens ein paar neue Skins bekommen. Okay, Digga, wie viele Skins willst du jetzt noch? Hallo, reicht jetzt? Okay, Leute. Perfekt. Ich meine, Bruder, guckt euch das an. Was ist das? Aber okay, Leute, bedeutet, ich habe jetzt auf jeden Fall einige Special Skins mehr. Jetzt fehlt mir nur noch der Gold Rabbit und dieser Ruby Cupid. Ich habe mir die nie gekauft, warum auch immer. Aber ich muss sagen, die Aufgabe war nicht so schlimm. Immerhin habe ich jetzt ein paar neue Special Skins. Ich würde sagen, wir rüsten auch direkt mal hier den Orbit Skin aus. Jetzt würde ich sagen, meine Freunde, geht es rein in die nächste Runde. Und Bro, bitte, 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 keine Handynummer. Wenn die Handynummer kommt, bin ich am Arsch, Leute. Aber egal, ich würde sagen, das Glücksrad wird gedreht und ich komm, bitte, 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 bitte. Bro, warte mal. Warte mal. Bruder, ich kann doch jetzt nicht meinen Account löschen. Bro! Nein, warte mal. Okay, Leute, jetzt bin ich ein bisschen am Arsch gerade. Warte mal. Also zum Glück, ich habe nicht geschrieben, welchen Account wir löschen müssen. Theoretisch kann ich auch... Ich habe mehrere Accounts, Leute. Wäre zwar trotzdem nicht so gut, weil das andere, das sind alles Beta-Accounts. Das ist eigentlich auch dumm, die zu löschen, ne? Aber ich würde sagen, es ist die Aufgabe. Deshalb würde ich sagen, Leute, gehen wir jetzt einmal schnell auf einen Beta-Account. Und dann schauen wir mal, ob wir den löschen können, Bro. Es ist so schlecht eigentlich, Digga. So, Leute, ich bin jetzt auf einem Beta-Account eingeloggt. Und ihr seht, ich habe hier trotzdem allerhand Special Skins. Wir haben alle Special Emotes. Also eigentlich ist der Account heftig. Also ich meine... Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6 Special Skins, alle Special Emotes und wir haben 6.500 Stumble Tokens. Also ich glaube, der Account ist auf jeden Fall nicht schlecht. Also ich meine, wir haben Stumble Tokens im Wert von mehreren 100 Euro. Gems haben wir auch ohne Ende. Ja, das schmerzt jetzt, den Account zu löschen, Leute. Aber, also ganz kurz, bevor ihr denkt, dass es irgendwie ein Fake-Account ist oder so, ne? Also ihr seht hier oben ganz kurz, das ist die aktuelle Spielversion. Und was auch wichtig für euch ist, Leute, damit ihr nicht sagt irgendwie, dass es Fake ist oder so. Ihr seht, das Ganze ist ein Handy-Account. Ihr seht, Google Play und Facebook ist beides nicht verbunden. Und ich bin hier auf BlueStacks. Und wenn man jetzt hier quasi was deinstalliert auf Android... Also bei mir zumindest ist es so, dass das da nicht gespeichert wird, weil der Account ist mit nichts verknüpft und der ist dann auch nicht gespeichert. Das heißt, Leute, wir gehen jetzt einmal hier ins Startmenü von BlueStacks. Ihr seht, hier ist das Dumbleguys-Logo. Ihr seht hier, das ist der Account. So, jetzt gehen wir einmal ins Home-Menü. Und bedeutet, Leute, wenn ich jetzt hier auf T installieren drücke, dann ist der Account weg. Dann ist der No-Joke einfach weg, der Account. Okay, Leute, wir machen das. Seid ihr bereit? 3, 2, 1... Oh mein Gott, Bro. Oh mein Gott, ich hab ihn gelöscht. Digga, es ist so behindert, Bro. Bruder, ich habe gerade einfach einen Account gelöscht, der locker einen Wert von, keine Ahnung, 400-500 Euro hatte, Bro. Ah! Aber Leute, wir haben noch einen einzigen Spin offen. Und wir haben auch noch eine Aufgabe offen. Und zwar ist das die Handynummer, meine Freunde. Und ja, ich würde sagen, wir labern nicht lange um den heißen Brei. Bitte drückt mir alle die Daumen. Ich würde sagen, wir machen den Spin in 3, 2, 1 und... Okay, Leute, das Glücksrad dreht sich, Bro. Bitte nicht Handy, bitte nicht... Oh mein Gott, Bro, oh mein... Bro, ey, oh mein Gott, nein, 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 Bruder. Nein! Nein, Dicker, Bro! Nein! Digga, Bruder, wir hatten noch einen Spin. Es hätte doch jede Aufgabe kommen können. Ja. Digga, das ist doch jetzt dumm, Bruder. Das ist doch dumm, Digga. Digga, Leute, wenn ich jetzt hier meine Handynummer eingebe, Bro, dann kann ich die halt, dann kann ich die löschen, Bruder. Dann war's das. Komm, kompletter Rino, ein für alle Mal. Wie gesagt, die Aufgabe kam. Ich muss es jetzt machen. Ich würde sagen,
wäre auf süß korrekt, wenn ihr nicht anruft. Ich meine, ich kann die nach dem Video wahrscheinlich sowieso löschen, also... aber wäre trotzdem korrekt, wenn ihr nicht anruft, aber ich gebe sie jetzt ein. So, jetzt kommt die letzte entscheidende Ziffer und... Digga, ich bin so behindert, Bro, Digga. Ey! Bruder, warum mache ich das überhaupt? Okay, ja, ich hab's, Leute, ich hab's gemacht. Ihr seht meinen Namen. Ihr seht meinen Namen, Leute. Ja. Das war's komplett, Rino. An der Stelle bin ich komplett raus. Ja, ich würde sagen, machen einmal die Spielernamen an. Und dann würde ich sagen, Leute, wir starten jetzt eine Runde und schauen mal, was passiert. Ich würde sagen, wir haben zwar Emote-Verbot, aber für diese eine Runde würde ich sagen, machen wir ganz kurz mal Emotes rein, damit ich ein bisschen boxen kann und so, um die Gegner ein bisschen zu triggern. Damit es vielleicht auch ein bisschen auffälliger ist mit meinem Name. Also wir machen nur diese eine Runde jetzt mit Special Emotes. Ja, Leute, ich würde sagen, wir gehen rein in die Runde. Und, Bro, ich bin wirklich gespannt, was jetzt passieren wird, Leute. Wir starten die Runde in 3, 2, 1. Und wir starten, Leute. Let's go. Hey, Leute, wir sind in der Runde. Oh mein Gott, Bro, ist das so behindert. Oh mein Gott, ihr seht's, Leute. Meine Nummer ist drin. Oh mein Gott, ich hab das nicht wirklich gemacht, Bro. Okay, Leute, ich bin gespannt, ob das einer von den Spielern checken wird. Ob mein Handy jetzt gleich klingeln wird. Oder ob einfach alles so bleibt. Ich würde sagen, wir können ja auch mal so einen kleinen Kick-Emote jetzt hier mal raushauen. Oder jemanden so wegboxen. Warte, komm, wir müssen hier einen wegboxen. Einen müssen wir boxen hier, warte. Wir stellen uns hier hin und wir machen hier... Einen haben wir weggeboxt. Einen haben wir weggeboxt. Okay, ein bisschen Ziel rein, Leute. Wir sind drin. Okay. Man sieht unsere Nummer obvious auf jeden Fall. Wir haben einen weggeboxt auf jeden Fall und glaube ich auch einen weggekickt nach oben rechts. Oh mein Gott, man sieht die Nummer so obvious. Okay, passiert jetzt irgendwas? Also ich habe jetzt hier mein Handy, Leute. Also ich höre auf jeden Fall, wenn jetzt hier gleich was dingelt. Bisher ist noch nichts passiert. Okay, wir machen vielleicht jetzt noch eine Runde Laser Tracer. Wisst ihr, irgendwas muss doch jetzt passieren, Bruder. Wenn wir vielleicht jemanden rausboxen. Komm, wir machen mal jetzt hier so Fat Kicky Mode. Vielleicht dann, wartet, wir kicken ein paar Leute weg. Zack, wir haben jetzt richtig viele weggekickt, Bro. Wir müssen vielleicht noch einen rausboxen, wartet. Einen müssen wir vielleicht raus... Okay, warte mal. Oh mein Gott, Bro. Ich habe einen Laser reingeschoben, warte mal. Okay, aber bisher passiert nichts. Wir warten mal einen kurzen Moment ab, Leute. Also bisher tut sich hier nichts. Bisher tut sich hier nichts. Okay, wir warten mal. Okay, bisher passiert hier aber echt noch nichts. Okay, die Runde ist jetzt vorbei. Nein. Ich habe eine Nachricht bekommen. Warte, ich mache eine Bildschirmaufnahme, ich zeige euch das mal. Warte. So. Mal ist zensiert oben, nicht wundern, Leute. Leute, da hat jemand geschrieben, Junge. Okay, warte mal. Ich schreibe jetzt mal. Ich schreibe einfach mal ein Fragezeichen, Leute. Und ich habe ein Fragezeichen geschrieben. Und was passiert? Er schreibt? Was soll das? Oha, was? Nein, warte, ich schreibe jetzt, warte mal. Wir schreiben, was meinst du? Was meinst du, Fragezeichen? Okay, er schreibt wieder. Du hast mich rausgeboxt. Bro. Als wenn mir legit jemand geschrieben hat. Nein. Nein, warte mal. Ich habe nur eine Nachricht bekommen gerade von jemand anderem. Aber das ist keine deutsche Nummer. Das ist keine +49. Das ist auf jeden Fall keine deutsche Nummer, die mich hier angeschrieben hat. Warte, wir gehen mal drauf, Leute. Okay, warte. Was hat er geschrieben? Hä? Da hat jemand einfach so drei Teufels. So drei Teufel-Emojis geschickt. Aber das ist kein Deutscher. Ich schreibe jetzt einfach mal... WhatsApp. Ich habe halt keine Ahnung, welche Sprache der spricht. Wir schreiben WhatsApp. Was schreibt der, Bro? Der schreibt einfach... Bruder, was geht denn da ab, hä? Okay, er hat einfach irgendwas geschrieben. Ich antworte jetzt auch einfach, indem ich schreibe... Einfach so hier. Zack. Okay, was schreibt er jetzt? Er schreibt wieder. Er schickt einfach so drei Emojis. Wisst ihr was? Ich schicke jetzt einfach so drei Zungenrausstreck-Emojis. Und er hat's auch direkt gelesen. Junge, er schreibt wieder HSBB... Okay, Bruder, das war's kompletter Rino. Okay, Leute. Also, ich habe gerade mal eine Runde gezockt und ich krieg direkt Nachrichten. Ich würde sagen, Leute, lasst uns noch eine einzige Runde machen. Ich boxe jetzt nochmal richtig krass raus. Vielleicht ruft uns ja noch jemand an oder so, aber bisher auf jeden Fall heftig. Wir haben zwei Nachrichten bekommen. Aber okay, ich würde sagen, Leute, wir gehen rein in die nächste Runde. Eine machen wir noch. Okay, Leute, nächste Runde. Wir sind auf Pain Splash. Und ich übertreibe jetzt richtig. Wir werfen hier als allererstes eine Banane. Warte, komm, Banane. Fällt jemand rein? Okay, die haben wir ein bisschen gemisst. Egal, komm, wir machen jetzt hier Kick-Emote. Ich muss jetzt so viele Leute rausboxen wie möglich. Hier, zack. Ersten haben wir weggekickt. Okay,
Den ersten haben wir weggekickt, Leute. Komm, direkt noch ein. Direkt noch ein hier. Warte, den König. Zack, wir haben noch einen weggekickt. Oh mein Gott, Bro. Komm, hier noch einen rausboxen. Warte, hier. Zack, König haben wir nochmal weggeboxt, Bro. Ey, Bruder, wir werden gleich so fetten Anruf kassieren. Das wäre echt lustig, Bro, wenn uns jemand anrufen würde. Okay, warte, komm. Nochmal hier vom Ziel rausboxen. Nochmal rausboxen vom Ziel. Zack. Okay, wir haben nochmal rausgeboxt. Ich werde auch rausgeboxt. Die boxen mich schon. Okay, Bro. Jetzt wird's ernst, ne? Die haben mich auch schon weggeboxt, Bro. Oh mein Gott. So, ich würde sagen, wir gehen auf jeden Fall jetzt in die nächste Runde rein. Es lädt jetzt gerade noch. Sonst, wir sind in der nächsten Runde drin. Oah, Bro. Ich werde angerufen, Bruder. Ich werde angerufen. Hier warte ich gerade, Leute. Ist auch anonym. Hallo? 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 Hä? Der hat einfach aufgelegt. Hä? Aber es hat mich jemand angerufen, Bro. Es hat mich no joke jemand angerufen. Okay, lol. Was? Aber der hat halt direkt aufgelegt. Hä? Okay, Leute, ich würde sagen, an der Stelle beenden wir auch das Video. Es hat mir mega Spaß. Nein, warte, ich werde nochmal angerufen. Ich werde nochmal angerufen. Warte, ich geh ran. Hallo? Hallo, wer ist da? Hä, what the fuck, wie, wer ist da? Was war die Scheiße? Was meinst du, Bro? Was ist mit deiner Stimme los? Hä, what the fuck? Ja, jetzt tu nicht so. Du hast mich eben rausgeboxt. Ich bin eben in der Runde gewesen. Ja, stimmt. Ja, was soll die Scheiße? Willst du Stress oder was? Nein, Digga, chill, Bruder, was für Stress? Chill mal. Ich mach nur ein Video gerade. Ich hab so meine Nummer, meinen Namen reingemacht. Das ist halt so ein YouTube-Video. YouTube-Video, was soll die Du was denkst du? Bruder, chill, war nur eine Runde halt, Bruder. Ich hab geboxt. Digga, übertreib mal jetzt nicht. Bruder. Ja, das ist mir scheißegal. Pass auf, ich find dich. Ja, wie du findest mich. Bruder, jetzt übertreib mal nicht. Er hat aufgelegt. Oh mein Gott, Bro. Leute, ich würde sagen, ich beende das Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns, Leute. Ich muss los. Ciao.